Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir noch Wahlen durchzuführen. Als Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses nach Artikel 53 Buchstabe A des Grundgesetzes soll auf Vorschlag der Fraktion der FDP der Kollege Michael Georg Link als Nachfolger für Alexander Graf Lambsdorff gewählt werden. Gibt es dazu Widerspruch? Das sehe ich nicht so. Damit ist der Kollege Michael Georg Link gewählt. Auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen soll die Kollegin Hanna Steinmüller als stellvertretendes Mitglied in den Stiftungsrat der Bundesstiftung Bauakademie als Nachfolgerin für die Kollegin Christina Johanne Schröder gewählt werden. Auch dagegen sehe ich keinen Widerspruch. Damit ist die Kollegin Hanna Steinmüller gewählt. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 7, Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über ihre China-Strategie. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Und damit eröffne ich die Aussprache. Und das Wort hat zuerst für die Bundesregierung die Bundesministerin des Auswärtigen, Annalena Baerbock. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. China ist unsere größte Sicherheitsherausforderung. In Afrika möchten wir alte Fesseln nicht durch neue ersetzen. Wir brauchen China zur Eindämmung der Klimakrise. Das sind drei unterschiedliche Zitate von einer Kollegin aus Asien, vom nigrischen Präsidenten in seiner Rede vor der Generalversammlung in New York und von einer Vertreterin der Vereinten Nationen, als wir letzte Woche in New York alle zusammen waren. Das zeigt, nicht nur uns treibt der Umgang mit China massiv um, sondern das gilt für den allergrößten Teil unserer Partner weltweit. Denn China verändert sich als Partner, als Wettbewerber und zunehmend als systemischer Rivale. Und da China bekanntermaßen nicht irgendein Land ist, es ist Heimat für 1,4 Milliarden Menschen, unser größter Handelspartner und mittlerweile eine der größten Militärmächte weltweit, ist es eben nicht verwunderlich, dass uns die jüngsten Nachrichten aus der Region alle weltweit erneut so aufwühlen. Die chinesischen Außen- und Verteidigungsminister wurden abgesetzt bzw. sind einfach nicht mehr da. Es gibt eine handfeste Immobilienkrise und wohl auch Jugendarbeitslosigkeit. Peking aber lässt die Zahlen nicht mehr veröffentlichen. Und dann das große Thema der Außenpolitik. Einerseits gibt es, und das ist ja erleichternd für alle auf dieser Welt, endlich ein Zugehen zwischen USA und China. Andererseits von der chinesischen Regierung Unterstützung von Assad, diplomatische Beziehungen zu den Taliban und ein immer offensiveres Vorgehen im Indopazifik. Dazu gehört auch die neue Landkarte, die die chinesische Regierung gerade veröffentlicht hat. Die ist hier überhaupt nicht auf der Tagesordnung bei uns gewesen, hat aber massiv natürlich die Menschen in der Region des südchinesischen Meers beschäftigt. Denn wenn man auf diese Karte schaut, dann sind das Ansprüche, die fast das gesamte südchinesische Meer bis unmittelbar vor die Küsten der anderen Anrainerstaaten betreffen und Territorialkonflikte mit weiteren Nachbarstaaten unterstreichen, interessanterweise auch mit Russland. Wir dürfen diese Entwicklung weder übersehen noch übergehen. Wie wir uns hier in Zukunft aufstellen, und zwar gemeinsam mit unseren Partnern, zuvorderst in der EU, aber weltweit, das ist ein Prozess, den wir in der Bundesregierung, aber auch hier im Hohen Haus bereits intensiv begonnen haben. Und ich möchte daher an dieser Stelle herzlichen Dank sagen an die Kolleginnen und Kollegen
Im Deutschen Bundestag, insbesondere beim Auswärtigen Ausschuss, aber auch in den vielen anderen Ausschüssen, für die gemeinsame Arbeit an unserer China-Strategie. Drei Punkte möchte ich in der Kürze der Zeit hier hervorheben. Erstens die Minimierung von Risiken, also De-Risking und kein Decoupling. Das setzen wir bereits in den ganzen letzten Monaten gemeinsam um, und zwar zwischen und mit allen Ressorts. Zentral dafür ist, dass wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen breiter aufstellen, uns also weiter diversifizieren. Darum geht es in der Wirtschaftssicherheitsstrategie der EU und auch in unseren vielen Gesprächen in den unterschiedlichen internationalen Organisationen, jüngst, wie gesagt, in New York. Mit meiner australischen Kollegin Penny Wong habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, dass Australien mehr als die Hälfte des weltweiten Lithiums fördert, aber 90% dieses Lithiums gehen dann zur Weiterverarbeitung direkt nach China. Das ist auch für Australien ein enormes Problem. Und wir wiederum als EU, wir importieren 90% unseres Lithiumsbedarfs dann aus China, anstatt die Beziehung direkt zu Australien zu haben. Risikominimierung heißt also, diesen Umweg in Zukunft weniger zu gehen, indem wir die Weiterverarbeitung von kritischen Rohstoffen in Förderstaaten wie zum Beispiel Australien vorantreiben. Und offensichtlich passiert das nicht einfach so. Wir haben ja auch immer die Gespräche, was hat jetzt Politik damit überhaupt zu tun? Wenn es einfach so der Logik folgen würde, dann würde dieser Umweg ja nicht seit Jahrzehnten genommen. Deswegen braucht es dafür eine aktive Wirtschaftssicherheitspolitik. Und deswegen setzen wir uns insbesondere der Wirtschaftsminister Robert Habeck und unser Auswärtiges Amt, aber auch mit den anderen Kollegen intensiv dafür ein, dass wir unsere Wirtschaftssicherheitspolitik gemeinsam vorantreiben. Der zweite Punkt ist, auch bei uns zu Hause anzufangen und unsere einseitigen Abhängigkeiten zu reduzieren, etwa indem wir ausländische Investitionen in Deutschland noch sorgsamer prüfen. Zum Beispiel, indem wir gerade als Bundesregierung die vollständige Übernahme eines deutschen Satellitenunternehmens durch chinesische Investoren untersagt haben. Oder mit der jetzt kommenden EU-Regelung zur Abwehr von wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen. Und das ist auch immer wieder wichtig. Wir sollten unser Licht nicht unter dem Scheffel stellen. Gemeinsam haben wir in der EU ein unheimlich starkes Werkzeug. Unseren gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Auch die chinesischen Unternehmen brauchen diesen gemeinsamen europäischen Markt, so wie wir andererseits auch nicht auf den chinesischen Markt verzichten können. Und daher ist es auch aus wirtschaftlichen Gründen so wichtig, dass Spannungen um Taiwan uns nicht egal sein dürfen. Eine militärische Eskalation wäre inakzeptabel und würde unsere eigenen, auch Wirtschaftsinteressen, massiv berühren. Und bei all dem, auch das unterstreichen wir in unserer China-Strategie. Die Welt ist sicherer und besser, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, auf Grundlage von fairen Regeln. Das bieten wir allen Ländern immer an, auch China. Deswegen unterstreichen wir in dieser China-Strategie, wir wollen überall dort kooperieren, wo das möglich ist, aber auf Grundlage von gemeinsamen und fairen Regeln. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, bei den globalen Fragen Gesundheitsschutz, fairer Handel und vor allen Dingen der Klimakrise zusammenzuarbeiten. Genau deswegen war unsere Sonderbeauftragte für Klimaaußenpolitik, Jennifer Morgan, gerade in Peking, um darüber zu sprechen, welche Fortschritte wir bei der Klimakonferenz der COP28 gemeinsam mit China machen können. Unsere China-Strategie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist ein Auftrag zum Handeln. Gemeinsam mit der Bundesregierung, gemeinsam im Deutschen Bundestag, mit Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und mit unseren Partnern in Europa und weltweit. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Johann David Wadephul.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Aufstieg Chinas ist die zentrale, epochale Herausforderung des 21. Jahrhunderts für alle Staaten, die die regelbasierte internationale Ordnung erhalten, stärken und schützen wollen. Mit diesen Worten beginnt das Positionspapier, das die CDU-CSU-Fraktion schon am 18. April diesen Jahres beschlossen hat. Und deswegen haben wir, Frau Außenministerin, mit großer Aufmerksamkeit darauf geachtet, was die Bundesregierung dann etwas später, aber immerhin auch erarbeitet hat. Und ich komme zu dem vorläufigen Zwischenergebnis. Wir teilen Ihre Analyse der Gefahren, aber auch der Chancen, die mit China verbunden sind. Ihre politischen Schlussfolgerungen sind aber unzureichend und inkonsistent. Eine Beteiligung des Parlaments in seiner Gesamtheit, eine Beteiligung der Bundesländer, eine Beteiligung der Kommunen, eine Beteiligung der deutschen Wirtschaft, eine Beteiligung der europäischen Partner ist bisher ausgeblieben, und das muss nachgeholt werden. Dabei ist richtig, dass China sich unter Präsident Xi massiv noch einmal gewandelt hat. Es war nie eine freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat. Das war übrigens immer bekannt. Ob es jetzt ein Ausdruck besonderer Staatskunst ist, dass gerade eine Außenministerin über einen rechten US-TV-Sender dem Staatspräsidenten von China so etwas noch mal mitteilt, ist eine ganz andere Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich würde die Aufgabenbeschreibung an der Stelle anders sehen. Richtig ist aber, China verfolgt unter Xi mit vorher nicht gekannter Konsequenz das Ziel einer sinozentrischen Weltordnung und stellt sich damit in einen Gegensatz zu uns, die wir eine werte- und regelbasierte Weltordnung verteidigen und gestalten wollen. Und es hat damit bedauerlicherweise Erfolg. So haben wir in den Vereinten Nationen beobachten müssen, dass eine Resolution zur schrecklichen Misshandlung und Internierung von Uiguren in einem nicht gekannten Ausmaß in China, das Deutschland mit unterstützt hat, mit europäischen Partnern und Freunden, von allen afrikanischen Staaten nicht unterstützt wurde. Sie haben sich enthalten oder haben dagegen gestimmt. Wenn man mit den Botschaftern und Botschaftern der afrikanischen Staaten gesprochen hat, dann haben die geantwortet, wir hatten vorher ein Gespräch mit dem chinesischen Botschafter, der uns empfohlen hat, an der Stelle das bilaterale Verhältnis zu China nicht zu gefährden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht China vor. Es ist ebenso ein Angriff auf die internationale regelbasierte Ordnung wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es geschieht nicht so plötzlich in einem wahrnehmbaren Akt militärischer Gewalt. Aber China gefährdet unsere regelbasierte Weltordnung, und dagegen müssen wir uns gemeinsam stellen mit Partnern, Freunden und Verbündeten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Europäische Union hat gesagt, China kann Partner sein, Wettbewerber, aber auch systemischer Rivale, und es verschiebt sich in Richtung der systemischen Rivalität. Und deshalb sagen wir, wenn China sich ändert, müssen auch wir uns ändern. Dann müssen wir darauf antworten. Dann müssen wir eingebettet in die europäische Ordnung mit unseren engsten Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten. Und deswegen, Frau Außenministerin, ist es so schlimm, dass das Verhältnis zu Frankreich in allen Feldern, auch in den Fragen der China-Politik, so notleidend ist wie jetzt. Es ist Ihre Verantwortung, das Verhältnis zu Frankreich wieder auf eine neue Basis zu stellen, damit wir hier zusammenarbeiten können. Und in der europäischen Basis, in europäisch zusammenzuarbeiten, heißt auch dann, wenn die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen vorschlägt, dass wir gegen das chinesische Dumping von Elektroautos etwas im europäischen Rahmen unternehmen, dann muss nicht gleich der deutsche Verkehrsminister der Europäischen Kommission in den Arm fallen und das zu verhindern versuchen. Herr Wissing tut damit der europäischen Idee einen Tort an. Herr Trittin, ich sehe, Sie stimmen zu, und auch an der Stelle wieder Gemeinsamkeit. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, den Herr Wissing an der Stelle begangen hat. Und wir brauchen die Europäische Union und europäische Freunde, um gemeinsam resilienter zu werden, um andere Handelspartner zu haben.
Wir können doch nicht darüber reden, dass wir unsere Abhängigkeit verringern wollen. Und dann haben wir wieder, wenn es möglich ist, neue Märkte sich zu erschließen, dann kommen wir wieder mit ideologischen Scheuklappen. Also Offenheit für auch ein Handelsabkommen mit den Staaten Südamerikas. Offenheit. Nein, ich erwarte eine Politik für ein Mercosur-Abkommen der deutschen Bundesregierung. Das wird in Südamerika sehnlichst erwartet und würde uns auch helfen, von China unabhängiger zu werden. Und wir müssen gegenüber den Staaten des globalen Südens, das ist eine ziemlich ungenaue Bezeichnung, aber wir müssen offener sein. Der Bundeskanzler hat es gerade eben, finde ich, sehr richtig auch im Auswärtigen Ausschuss gesagt. Dazu gehört Indien, dazu gehört Saudi-Arabien. Schwierige Partner, notwendige Partner, wenn wir gemeinsam gegen China erfolgreich sein wollen. Und deswegen hilft es nichts, dass der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Indien darüber redet, dass Indien, was Waffenlieferungen angeht, auch von Deutschland auf eine Stufe gestellt wird mit anderen NATO-ähnlichen Staaten, aber dann praktisch die Bundesregierung nicht handelt. Das ist eine neue Enttäuschung in der größten Demokratie. Das können wir uns dem indischen Kontinent und diesem Land gegenüber nicht erlauben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind ideologische Scheuklappen. Und dazu gehört auch, was Saudi-Arabien angeht, das letzte Beispiel, was wir jetzt dieser Tage erleben. Ich hoffe, das wird schnell gelöst. Mal ganz abgesehen von der Frage, wie hilfreich es für das Verhältnis zu diesem Land ist, dass Sie, Frau Außenministerin, das Gespräch mit dem saudischen Außenminister dafür nutzen, ihm ein Handbuch über feministische Außenpolitik zu überreichen. Aber okay, wenn es der Gesprächsatmosphäre geholfen hat, geschenkt. Viel wichtiger ist, Großbritannien möchte Tornado-Flugzeuge an Saudi-Arabien verkaufen. Wenn wir gemeinsam wenn wir gemeinsam europäische Rüstungsprojekte realisieren wollen, brauchen wir europäische Partner. Wenn die europäischen Partner lernen, dass Deutschland im Zweifel dann immer wieder Nein sagt, wird auch das nicht gelingen. Und wir verlieren Saudi-Arabien auch an dieser Stelle als Partner. Das können wir uns auch China-politisch nicht erlauben. Also die China-politische Zeitenwende der Bundesregierung, sie steht aus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Michael Müller. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt seit vielen Jahren einen intensiven Austausch mit China, 50 Jahre diplomatische Beziehungen, Regierungskonsultationen, Partnerschaften auf kommunaler Ebene, ein Austausch in der Kultur, in der Wissenschaft, 40.000 Studierende aus China in Deutschland. Und natürlich nicht zu vergessen die intensiven Wirtschaftsbeziehungen, die wir haben mit rund 6.000 Unternehmen in China. Eigentlich also eine gute Grundlage für Kooperation und Zusammenarbeit. Und doch, es wird immer schwieriger. Dieses Land verändert sich nicht nur in Zukunft, sondern es hat sich massiv verändert. Wir sehen erhebliche Menschenrechtsverletzungen in China, die Einschränkung vieler Freiheitsrechte, ein aggressives Auftreten Taiwan gegenüber, die pro-russische Neutralität Chinas ist indirekt natürlich eine Unterstützung für Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir sehen, wie bewusst durch China Abhängigkeiten geschaffen werden in Afrika. Ja, der Machtanspruch als die zweite globale Macht neben den USA, dieser Machtanspruch wird unverhohlen ausgesprochen. Um es klar zu benennen, meine Damen und Herren, natürlich ist China ein Systemrivale. Allein wenn man an die Situation in Afrika denkt, viele sprechen von modernem Kolonialismus, der da stattfindet. Natürlich ist es ein Wettbewerber, auch im Kampf um Märkte und um Handelswege. Aber natürlich ist China auch ein Partner. Viele weltweite Krisen können nur mit China, mit seiner Kraft und auch mit seiner Expertise und Zugang zu bestimmten Themen gelöst werden. Gerade deshalb, weil China auch ein Partner ist, ist es so wichtig, Kritik zu äußern. In einer offenen Partnerschaft muss das möglich sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, am besten auch im direkten Gespräch. Und es ist gut, dass wir für diese Auseinandersetzung mit China eben jetzt auch die China-Strategie der Bundesregierung haben. Sie gibt Orientierung nach innen und außen, sie formuliert Anforderungen an diese Partnerschaft. Und zwar nicht nur in dem wichtigen Bereich der Wirtschaft.
sondern auch bei Wissenschaft, auch bei Kultur, auch in der Sicherheitspolitik und ganz besonders, Herr Wadephul, was Sie eben angesprochen haben, immer wieder wird im Rahmen der China-Strategie betont, wie wichtig die Einbettung unserer Arbeit in Bezug auf China im europäischen Zusammenhang zu sehen ist, wie wichtig es uns ist, mit unseren europäischen Partnern unsere China-Politik voranzutreiben. Meine Damen und Herren, ja, weitere Schritte sind auch in der China-Strategie angekündigt, zu Recht. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Dialogformate, Gesetze, Abkommen, alles das ergibt sich aus dieser Strategie. Und die China-Strategie, das wird auch, wie ich finde, zu Recht betont, ist eben nicht nur eine Reaktion auf dieses neue China, das wir sehen, sondern es ist insbesondere auch eine Reaktion auf das gesamte geopolitische Umfeld, das wir im Indopazifik sehen. Die Konfrontation China-USA bereitet vielen von uns zunehmend Sorge. Es gibt viele, die sagen, dort schlummert ein riesiges Eskalationspotenzial. Denn es geht bei dieser Frage Konfrontation China-USA nicht allein um das Thema Taiwan und um die Halbleiter, sondern es geht schlichtweg darum, dass diese beiden globalen Mächte um den Machtanspruch im Indopazifik ringen. Es geht um Handelswege, es geht um Ressourcen, es geht um die Machtverteilung in diesem geopolitischen Raum für die nächsten Jahrzehnte, für die nächsten 100 Jahre. Meine Damen und Herren, strategische Rivalität zwischen China und USA erfordert Formate, welche das Risiko von Eskalationen und Risiken vermindert oder verhindert im besten Fall. Und es fordert eben auch die Verantwortung der Unternehmen, diese Risiken zu sehen. De-Risking, die wir zu Recht formulieren, diesen Anspruch, De-Risking ist nicht nur ein Thema der Politik, sondern ist auch ein Thema der Unternehmen. Meine Damen und Herren, ich glaube, für die großen Herausforderungen der Zukunft, die durch dieses sich verändernde China auf uns zukommen, ist diese China-Strategie der Bundesregierung eine gute Grundlage, indem wir unsere Interessen und Ziele formulieren, aber weiter mit China im Dialog und in einer kritischen Partnerschaft bleiben. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Petre Bøström. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Baerbock, schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über China. Das mag für Sie hunderttausende Kilometer weit entfernt liegen. Dem ist nicht so. China ist uns näher, als so mancher denkt. Es liegt nur 7000 Kilometer entfernt und ist mit uns auf vielfältige Weise eng verbunden. China ist unser wichtigster Handelspartner, noch vor den USA. Letztes Jahr wurden Waren im Wert von 300 Milliarden zwischen Deutschland und China gehandelt. Mit 192 Milliarden ist China das wichtigste Lieferland der deutschen Industrie. Und das sichert uns in Deutschland über 1 Million Arbeitsplätze. Und Sie mögen da abwiegeln, Sie haben es auch erwähnt, bei Ihnen im Zuge der grünen Kompetenzverteilung ist für die Wirtschaft der Kinderbuchschreiber Habeck zuständig. Aber diese guten wirtschaftlichen Beziehungen sind Folge von kluger Diplomatie und guten diplomatischen Beziehungen früherer Bundesregierungen zu China. Walter Scheel und Helmut Schmidt legten die Grundsteine, auf denen Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl oder auch Gerhard Schröder später die guten Beziehungen weiter ausbauen konnten. 5 Jahrzehnte harte Arbeit. Sie stehen auf den Schultern dieser großen Staatsmänner und zertrampeln alles, was diese aufgebaut haben. Mit der vorliegenden China-Strategie legen Sie eine Kehrtwende, das sind 180 Grad übrigens, ein. Das vorliegende Papier bricht mit der Kontinuität der deutschen Außenpolitik der Nachkriegszeit. Es ist keine Weiterentwicklung einer Partnerschaft, es ist eine Grundlage einer neuen Abgrenzung. Sie erklären China zum systemischen Rivalen, das heißt zu einem Gegner und einer Bedrohung. Bildlich, sie errichten eine neue chinesische Mauer, statt die Seidenstraße weiter auszubauen.
Und da muss man sich natürlich fragen, woher kommt diese plötzliche Wende? Woher kommt diese konfrontative Auftreten gegenüber China? Und Herr Müller, nein, das sind nicht die Menschenrechte, die Ihnen so am Herzen liegen. Diese Regierung interessieren die Menschenrechte null. Es war Ihre Regierung, die Millionen Bürger dieses Landes in Corona-Zeiten der Grundrechte beraubt hat. Sie haben Kritiker mundtot gemacht. Sie haben Michael Ballweg ohne Gerichtsurteil für Monate ins Gefängnis gepfercht. Und hier, wenige Meter von hier, hat Ihre Polizei Wasserwerfer aufgefahren und friedliche Demonstranten brutal verprügelt. Also, Sie gehören wegen Unterdrückung der Opposition international an den Pranger gestellt. Sie haben kein moralisches Recht, anderen Ländern Vorhaltungen zu machen. Aber die Frage bleibt, woher kommt diese Wende in der Außenpolitik? Und da muss ich sagen, ja, Sie folgen blind der Umkehr der USA. Denn den USA ist China zu mächtig geworden. Und das haben Sie sehr richtig auch herausgearbeitet. Die USA fürchten um ihre weltweite Dominanz. Sie versuchen aber, eine Spaltung der Weltgemeinschaft herbeizuführen. Hören Sie sich das nur an. Systemische Rivalität, das klingt doch wie damals Wettbewerb der Systeme. Schon wieder dieses alte Blockdenken, ja? Wir oder die. Die Welt ist aber mittlerweile ganz anders. Sie ist nicht monopolar, sie ist auch nicht bipolar. Wir leben in einer multipolaren Welt. Der Paradigmenwechsel ist längst vollzogen. Und wir müssen. Und deswegen gilt es nicht, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Wir fordern daher eine pragmatische und ausgewogene Strategie, die sowohl die wirtschaftlichen wie auch die politischen Interessen Deutschlands berücksichtigt. Danke schön. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Ulrich Lechte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat die Bundesregierung eine China-Strategie. Das ist ein großer und leider nötiger Meilenstein. Für uns steht fest, dass der Umgang mit der Volksrepublik China die größte politische und wirtschaftliche Herausforderung unserer Zeit ist. Denn China hat sich, und das hat die neue Strategie einwandfrei herausgearbeitet, vom Freund und Partner zum Wettbewerber und Systemrivalen entwickelt. In der Vergangenheit war die Devise Wandel durch Handel, was gerade unter Deng Xiaoping in den 80ern auch sehr vielversprechend war. Deswegen war und ist unsere Wirtschaft in China sehr aktiv, und deswegen haben wir China zum Beispiel in die Welthandelsorganisation eingebunden. Doch wir haben den Drachen gefüttert und mit groß gemacht. Aber unter Xi Jinping hat sich China auch grundlegend verändert, und deswegen müssen wir auch unsere Position gegenüber Peking verändern. Nach der bitteren Erfahrung, gerade nach der bitteren Erfahrung mit Russland, welches die langjährige Freundschaft und wirtschaftliche Partnerschaft mit dem Angriff auf die Ukraine mit Füßen getreten hat, müssen wir bei unserem bisherigen Freund und Partner China leider nun umso mehr auf der Hut sein. So beansprucht China im Indopazifik mit regelmäßigen militärischen Drohgebärden, vor allem gegenüber Taiwan, eine regionale Vormachtstellung. Der Konsensus von 1992 wurde von China infrage gestellt, nicht von Taiwan, das zu den Vorzeigedemokratien der Welt gehört. Ich zähle darauf, dass die Demokratien der Welt Taiwan als Wertepartner zur Seite stehen und es nicht zulassen, dass es zu einer militärischen Eskalation des Konflikts kommt. Schließlich ist die Sicherheit in der Straße von Taiwan für uns und für die ganze Welt von zentraler Bedeutung für Frieden, Stabilität und weltweiten wirtschaftlichen Wohlstand. Ein Konflikt zwischen China und den USA wäre für die Welt fatal. Und meine Damen und Herren, es ist eine Wahrheit, die NATO ist keine Einbahnstraße.
Die systemische Rivalität mit China bedeutet aber nicht, dass keinerlei Zusammenarbeit möglich ist. Wir streben auch keine Entkopplung von China an, sondern wollen vor allem in kritischen Bereichen Verflechtungen abbauen und unsere Bezugsquellen diversifizieren. Beispielsweise indem wir Huawei-Komponenten in unserer kritischen Infrastruktur entfernen werden. Das müssen wir. Denn eine Lehre aus dem brutalen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine muss sein, dass wir uns nicht erneut von einem autoritären Regime abhängig machen dürfen. Wir Freie Demokraten wissen, dass keine der großen globalen Probleme ohne China gelöst werden kann. Wir wollen bestehende Freundschaften erhalten und den Frieden auf der Welt wahren. Nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Gesine Lötsch. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die China-Strategie der Bundesregierung soll Risiken minimieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Risiken werden durch diese Strategie für unser Land größer. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, und das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Ihre Hauptaussage ist doch, China ist ein Rivale, der für uns eine Gefahr darstellt. Wir sagen, wir müssen China weiter als Partner sehen und dort, wo es nötig ist, als Partner zurückgewinnen. Das wäre die Aufgabe. Es ist doch ganz einfach, Kooperation schafft Sicherheit, Wirtschaftskrieg schafft Unsicherheit. Die Linke steht für Kooperation und Sicherheit. Das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Sie sagen, Sie wollen Risiken reduzieren. Der Kollege von der FDP hat es ja auch gerade noch mal unterstrichen, indem der Handel mit China gedrosselt oder erdrosselt wird. Ein Beispiel, die Diskussion um Huawei. Innenministerin Faeser fordert, die Netzbetreiber sollen bis Ende 2025 kritische Bauteile und Software aus China auf eigene Kosten entfernen. Minister Wissing, FDP, dagegen sagt, er erkennt keine Gefahr. Sein Ministerium hat uns mitgeteilt, beim 5G-Ausbau gelten hohe Standards und strenge Vorschriften für den Einsatz kritischer Komponenten. Also klären Sie das erst mal unter sich, meine Damen und Herren. Ich bin und die Linke insgesamt unbedingt dafür, dass wir kritische Infrastruktur gut schützen. Der Terroranschlag auf Nord Stream 2 hat dramatisch gezeigt, dass die Bundesregierung dazu nicht in der Lage war. So etwas darf sich nicht wiederholen, meine Damen und Herren. Im vergangenen Jahr war ich mit einer Delegation des Haushaltsausschusses in den USA. Wir haben auch das Pentagon besucht. Und dort wurde uns deutlich gesagt, wie die Feindbilder der USA sind. Erst die Russen, dann die Chinesen. Etwas vorsichtiger hat es der US-Generalstabschef Mark Milley vor dem US-Repräsentantenhaus formuliert. Einen Krieg mit China und Russland hält er unter einer Bedingung für vermeidbar. Die USA muss die stärkste Militärmacht der Welt bleiben. Darum geht es im Kern, meine Damen und Herren. Ich sage, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Das wäre wichtig, meine Damen und Herren. Und die China-Strategie der Bundesregierung, die erste, wie ja hier betont wurde, hat doch vor allem einen Zweck. Sie soll die US-Regierung beruhigen. Unsere Wirtschaft hatte bisher zwei Standbeine. Wir sagen, wir haben von dem billigen Gas aus Russland profitiert. Und dieses Standbein ist weg. Und das zweite Standbein ist immer noch der Handel mit China. Und dieses Bein soll nun auch amputiert werden. Ich sage Ihnen aber, Ersatzbeine gibt es weit und breit nicht. Da müssen wir uns etwas anderes ausdenken, meine Damen und Herren. Und auch die US-Regierung sieht unsere Volkswirtschaft als Konkurrenten. Das ist ja im Kapitalismus auch völlig normal. Nur ein Beispiel. Schauen Sie sich das Inflationsreduktions- oder Inflationsbekämpfungsgesetz an. Damit werden Firmen aus unserem Land, aus der Bundesrepublik Deutschland, abgesaugt. Das ist mehr als ein unfreundlicher Akt, meine Damen und Herren. Und wir brauchen vielleicht nicht nur eine China-Strategie, sondern auch eine USA-Strategie. Seit 1989 wird die Welt zwischen den Großmächten neu aufgeteilt. Dafür werden kalte und heiße Kriege geführt. Europa hat keine eigene Strategie. Damit ist Europa eine leuchtende Beute. Europa ist nicht nur gespalten, es zerbröselt. Und der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat Europa noch schwächer gemacht. Deshalb brauchen wir jetzt endlich einen Waffenstillstand. Wir müssen zurück zur friedlichen Koexistenz. Wir haben nur diese eine Welt.
Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Jürgen Trittin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach der Rede von Frau Lötsch hat der Kollege von der CDU, Herr Wadepool, natürlich ein Problem, weil Sie haben hier eben mitgekriegt, wie frenetisch die applaudiert haben, als Sie die Wortwahl der Bundesaußenministerin kritisiert haben hinsichtlich des chinesischen Staatspräsidenten. Ich will an dieser Stelle nur eines sagen. Ein Staatspräsident, der in der Verfassung drinne stehen hat, dass dort die Diktatur des Proletariats gilt, der darf sich nicht beleidigt fühlen, wenn er als das bezeichnet wird, was er ist. Die deutsche China-Politik unter dieser Bundesregierung hat angefangen, Deutschlands China-Politik realistisch zu machen. Sie hat sie befreit von der Illusion, dass das immer so weitergeht, wie das bisher gegangen ist. Und da muss man doch erst mal auch mit großem Respekt gegenüber China sagen, die historische Leistung, die China gebracht hat, 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut befreit zu haben, davor haben wir Respekt. Und das erkennen wir an. Aber wir müssen auch die Dinge benennen, wie das gelungen ist. Das ist nicht nur die kluge Politik in China gewesen, sondern es war die Politik der Öffnung, der Investitionen und der Zusammenarbeit. Und jetzt stellen wir heute fest, in diesem Aufstieg Chinas hat sich genau diese Politik verändert. Das, was Xi Jinping in China macht, das ist das Verkaufen des Erbes von Deng Xiaoping. Das ist der Kern, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das gilt innenpolitisch, aber es gilt auch außenpolitisch. Deng Xiaoping hat mal gesagt, wir brauchen eine Politik, wir wollen keine Großmacht sein. Er hat da nicht drauf verzichtet, aber er hat gesagt, wir sprechen das nicht aus. Das, was wir jetzt erleben, ist, dass China für alle seine Nachbarn zur Bedrohung geworden ist. 3.500 Kilometer Grenzkonflikt mit Indien, die Auseinandersetzung um das Südchinesische Meer, die ganze Frage, wie China sich an internationale Regeln und Gerichtssprüche hält. All dies ist ein Bruch mit der Tradition, die China groß gemacht hat und die 800 Millionen Menschen aus der Armut rausgebracht hat. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und deswegen ist das kein Gegeneinander, wenn wir sagen Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Die drei Begriffe gehören zusammen. Und Sie können auch nicht Politikfelder nehmen, wo Sie einmal Partner sind, einmal systemischer Rivale und dann wieder vielleicht unfairer Wettbewerber. Nehmen Sie ein Beispiel einer Industrie, deren Abwanderung wir hier schmerzlich vermissen. Ich will Ihnen nicht der Frage gehen, warum die abgewandert ist. Wir sind konfrontiert mit einem Monopol der Photovoltaikindustrie mit China. Wir finden, dass mehr ausgebaut werden muss, erneuerbare Energien, dass wir damit zusammenarbeiten müssen mit China. Aber wir müssen uns wirtschaftlich auch so resilient aufstellen, dass wir in der Lage sind, dieses Monopol zu durchbrechen. Und wir müssen drittens klar haben, dass das, wie diese Photovoltaikzellen in China produziert werden, wie das Silizium produziert wird, etwas zu tun hat mit den inneren Verhältnissen. Ein Großteil davon kommt aus Xinjiang. Dem bescheinigt die UN-Menschenrechtsbeauftragte schwerste Menschenrechtsverletzungen. Und das ist nun der Grund, warum in der China-Strategie drin steht, wir machen keine deutsche China-Politik, wir machen eine europäische Politik, weil wir das nur europäisch in den Griff bekommen können. Deutsche Politik muss, China-Politik muss europäisch sein. Deswegen schaffen wir Regeln, dass Produkte, und zwar in allen Lieferketten, nicht aus Zwangsarbeit existieren können. Das können wir nur durchsetzen mit einem gemeinsamen Binnenmarkt in Europa. Und wir sorgen in Europa dafür, dass auf unseren Markt kein Dumpingstrahl kommt. Deswegen haben wir Elemente von CBAM. Das ist die neue realistische Politik im Umgang mit China als Partner, Wettbewerber und systemischer Rival.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir mit den Gemeinsamkeiten an in der Analyse, in der Bestandsaufnahme. Warum braucht es eine neue China-Strategie? Weil China sich verändert hat in den letzten 10 Jahren. Vor allem China ist aggressiver geworden, auch militärischer, erhebt Ansprüche in der Region weit über das eigene Territorium hinaus. China ist imperialer geworden. Zu lange haben wir bei einem anderen Thema von einem rein privatwirtschaftlichen Projekt gesprochen. Auch die Seidenstraße ist kein rein wirtschaftliches Projekt, es ist ein imperiales Projekt. Die kommunistische Parteilogik mit Xi Jinping drängt immer wieder und immer weiter nach vorne in den letzten Jahren und Monaten mit fatalen Folgen für Menschenrechte, Wirtschaft und Gesellschaft. Gleichzeitig ist China der größte Handelspartner der EU. Alle Seiten haben von diesen wirtschaftlichen Beziehungen profitiert, alle Seiten, und tun es bis heute. Und deswegen geht es darum, auch für uns als Exportnation die richtige Balance zu finden, die richtige Balance zu finden, auch im nationalen Interesse. Und Frau Lötzsch, ich muss schon sagen, es ist schon interessant, einmal mehr hier das Hufeisen zu beobachten. Ihre Begeisterung für autoritäre Regime, Ihre Begeisterung für kommunistische Regime, Ihre Begeisterung für Putin, Ihre Blindheit gegenüber kommunistischen autoritären Systemen, das ist nicht im nationalen Interesse und nicht im europäischen Interesse, und das gehört auch klar ausgesprochen. Und wir sind auch bei den Grundgedanken, der daraus folgt, ähnlich. Das Stichwort De-Risking, das man dann natürlich auch füllen muss. Was ist eigentlich damit gemeint, Risiken zu minimieren? Nicht die klassischen unternehmerischen oder Investitionsrisiken, die es immer gibt im außenwirtschaftlichen Bereich, sondern es geht ja vor allem darum, die Risiken von Abhängigkeit, Risiken für unsere Souveränität zu erkennen, zu minimieren, zu managen, technologisch, bei den Rohstoffen. Übrigens auch Abhängigkeiten, die es als Absatzmarkt von China gibt, wenn einzelne große Unternehmen in Deutschland 40% ihres Gewinnes auf dem chinesischen Markt machen, oder auch außenpolitische Risiken. Das ist eine wahrscheinlich Jahrhundertaufgabe. Und deswegen haben wir Ihnen als Union zu Beginn dieses Jahres ein Angebot gemacht, weil eine Strategie in der Außenpolitik gegenüber einem Land wie China nicht von 4-jährigen Wahlrhythmen abhängig sein sollte, sondern es ist im nationalen Interesse unseres Landes, dass es eine breit getragene China-Strategie gibt. Aber wir müssen sehen, wie bei der Migration, wie bei der Wirtschaftspolitik, wie in der Energiepolitik, Sie schlagen die ausgestreckte Hand aus. Meine Damen und Herren, wir bieten Ihnen bei diesem Thema einmal mehr an, in unserem nationalen Interesse eine breit im Bundestag getragene China-Strategie miteinander zu entwickeln und nicht einfach nur vorzulegen. Und da werden wir auch sehr bald konkret auf Sie zukommen mit einem Vorschlag, nämlich dem Vorschlag, einen China-Check einzuführen miteinander, dass wir einmal jährlich hier im Deutschen Bundestag von einer Kommission von Expertinnen und Experten aufbereitet über die Abhängigkeiten reden. Wo sind wir überhaupt abhängig von China wirtschaftlich und in anderen Bereichen? Welche dieser Abhängigkeiten ist überhaupt ein Problem? Nicht jede ist per se ein Problem in den wirtschaftlichen Beziehungen. Welche ist ein Problem und wie kann man mit diesem Problem umgehen? Das mal systematisch und jährlich sich anzuschauen, auf wissenschaftlicher, auf fundierter Basis und dann hier im Bundestag zu beraten, das ist unser Angebot, unser Ansinnen, und damit werden wir auf Sie zukommen in den nächsten Wochen, und dann werden wir sehen, wie ernst Sie es meinen mit den Gemeinsamkeiten in der China-Politik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, naheliegend hier Konfuzius zu zitieren: Der überlegene Mensch ist bescheiden in seinen Reden, aber er übertrifft sich im Handeln. Aber er übertrifft sich im Handeln, nicht beim Reden. Und hier liegt das Problem. Meine Damen und Herren in der Bundesregierung, zu oft tun Sie allein schon in den letzten Wochen das Gegenteil dessen, von dem Sie aufgeschrieben haben, dass es richtig wäre. Nur 2, 3 Beispiele. Es wäre richtig, da sind wir ja miteinander erstmal offensichtlich theoretisch einer Meinung, es wäre richtig zu diversifizieren, mehr Handelsbeziehungen mit anderen zu haben, um Risiken in den Handelsbeziehungen zu China zu minimieren.
Doch wenn wir hinschauen, was passiert konkret, machen Sie das Gegenteil. Sie haben mit Ihren Sonderwünschen und Ihren zusätzlichen Ideen und Überfrachtungen Mercosur, ein Jahrhundertprojekt angesichts der Ausgangslage, in der wir in der Welt sind, ein wirkliches Jahrhundertprojekt. Sie haben Mercosur so überfrachtet mit Ihren Lawinen an neuen Ideen und neuen Vorschlägen, die Sie machen, dass wir jetzt in dem Risiko sind, dass es gar nicht dazu kommt. Die ersten Länder in Südamerika wollen aussteigen. Das ist Ihre Verantwortung, wenn dieses große Projekt am Ende nicht gelingt und an der deutschen Bundesregierung scheitert. Wer es tatsächlich ernst meint mit Diversifizieren, wer es ernst meint, damit Risiken von China zu reduzieren, der muss nicht Handelsverträge immer mehr überfrachten mit anderen Themen, die da gar nicht reingehören, sondern der braucht mehr Geschwindigkeit bei neuen Handelsverträgen. Japan, Indien, mit den USA, mit dem Vereinigten Königreich, mit vielen anderen Regionen auf der Welt. Hier könnten Sie ein Motor sein in Europa, aber zu sehen ist nichts von dieser Bundesregierung. Und dann letzte Woche neue Sektorleitlinien für Exportgarantien. Klingt furchtbar technisch, hat aber fatale Auswirkungen. Damit werden Turbinen künftig von den Amerikanern, von den Japanern, von den Chinesen geliefert werden, aber eben nicht mehr aus Deutschland. Der Welt ist damit wenig geholfen. Der deutschen Außenwirtschaft ist damit gar nicht geholfen. Und für das Thema der Souveränität und des weniger Abhängigseins tun Sie der ganzen Sache noch einen Tort an. Ziehen Sie diese Leitlinien zurück und helfen Sie der deutschen Industrie beim Export. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Souveränität fängt auch zu Hause an. Die Voraussetzung ist eigene Stärke, auch eigene wirtschaftliche Stärke. Denn was haben wir anderen Ländern zu bieten? Wenn wir mal einfach objektiv draufschauen, ist eines der größten Angebote, die wir machen können, um geostrategisch im Austausch zu sein, unsere wirtschaftliche Stärke und starke wirtschaftliche Beziehungen. Die ist aber gerade gefährdet. Wir sind das einzige Industrieland, das schrumpft. Jeden Tag werden Investitionsentscheidungen in Deutschland gegen Deutschland getroffen. Und es sind nicht diejenigen das Problem, die darauf hinweisen, was da gerade passiert, sondern die Schönredner in der Bundesregierung sind das Problem, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Stärke in Deutschland zu erhalten und dafür zu arbeiten, dass wir Industrieland bleiben. Und daher abschließend, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reichen Ihnen und in dieser Frage sehr bewusst die Hand für eine China-Strategie, die breit getragen ist. Aber es gibt eine Voraussetzung, die Bereitschaft, vom Reden ins Handeln zu kommen und tatsächlich auch zu zeigen, dass man es ernst meint, darin die Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Nils Schmid. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, lieber Herr Spahn, das mit dem Konfuzius-Zitat hat irgendwie nicht so geklappt bei Ihrer Rede. Ne? Ich will erst mal festhalten, der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung zu Beginn der Wahlperiode festgestellt, China hat sich geändert, deshalb muss sich die China-Politik ändern. Und das ist der Ausgangspunkt dessen, was jetzt in der China-Strategie näher ausbuchstabiert worden ist. Schon im Koalitionsvertrag haben wir wichtige Weichenstellungen vorgenommen und eine Reihe von auch schwierigen Themen zum ersten Mal angesprochen. Taiwan, Menschenrechte, die Lage der Uiguren. Wir haben das Dreieck der Systemrivalität, des Wettbewerbs und der Kooperation beschrieben und damit deutlich gemacht, dass wir in eine neue Zeit der Beziehungen zu China eingetreten sind. Und zwei Gedanken sind mir dabei besonders wichtig. Das eine, dass wir nicht nur über China reden dürfen, sondern auch über unsere eigene Stärke als demokratisch und rechtsstaatlich verfasste Gesellschaften mit sozialen Marktwirtschaften, die nachhaltig Jobs und soziale Sicherheit garantieren können, reden und dass wir diese Stärken gemeinsam mit unseren EU-Partnern ausbauen müssen. Wir sollten also nicht nur über China und die Herausforderungen durch China reden, sondern auch über das, was wir tun müssen, um eigene Innovationskraft und neue Industrien in Europa zu entwickeln. Und das Zweite, und das ist jetzt zum ersten Mal, und das ist auch der große Beitrag der China-Strategie genannt, De-Risking, Risiken minimieren. Da hilft es sicher, lieber Herr Spahn, dass wir da einen Check machen. Den gibt es allerdings schon.
Den gibt es auf EU-Ebene. Das ist die wichtige Arbeitsgrundlage für das, was wir als nationale Regierung, aber auch als EU insgesamt tun wollen. Insofern freuen wir uns sicher dann auch im Deutschen Bundestag über diesen Check, den die EU veröffentlicht hat und weiter veröffentlichen wird, zu reden. Und dann können wir auch sehr genau hinschauen, was denn mit dem Abbau von Risiken gemeint ist. Und ich bin, um mal das zu skizzieren, von abgestuftes De-Risking. Es gibt erstens Marktabhängigkeiten, Umsatzabhängigkeiten. Das ist erstmal Verantwortung eines jeden Unternehmens, dafür zu sorgen, dass, wenn der chinesische Markt zusammenbricht, nicht das gesamte Unternehmen zusammenfällt. Da sehe ich jetzt relativ wenig Handlungsbedarf, und viele deutsche Unternehmen haben sich genau darauf vorbereitet. Kritischer wird es bei Lieferketten und bei Rohstoffen. Da ist es angezeigt, dass die EU alternative Quellen auftut, dass wir diversifizieren und dass wir sehr genau hinschauen bei medizinischen Wirkstoffen, seltenen Erden, dass wir dort Rohstoff- und Versorgungssicherheit gewährleisten. Und der kritischste Bereich ist die dritte Kategorie. Das ist die kritische Infrastruktur. Reden wir über Bahn, reden wir über das 5G-Netzwerk. Es sind neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing. Und schließlich ganz besonders sensibel, sicher militärisch nutzbare Güter, wo wir politisch Handlungsbedarf haben, gemeinsame Regeln aufstellen wollen im G7-Kreis innerhalb der EU. Ja, wo man im Einzelfall bei militärisch nutzbaren Gütern auch über ein Outbound Investment Screening auf EU-Ebene reden muss. Wenn wir dieses De-Risking jetzt Schritt für Schritt angehen, dann haben wir beherrschbare Risiken und können gleichzeitig die Wirtschaftskontakte zu China weiter pflegen, aber eben auf einer anderen Grundlage. Deshalb glaube ich, die China-Strategie ist eine gute Grundlage, und wir sollten als Bundestag uns regelmäßig damit befassen. Ich schätze zum Beispiel, dass ein Jahr nach Veröffentlichung etwa eine Anhörung angezeigt wäre. Auf der Grundlage können wir, glaube ich, gut zusammenarbeiten. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Markus Frohnmeier. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über die China-Strategie von Annalena Baerbock. Frau Baerbock, Sie haben in Ihrer kurzen Amtszeit wirklich viel Erstaunliches erreicht. Sie haben Dinge erreicht, die andere deutsche Außenminister vor Ihnen nicht erreicht haben. Sie haben beispielsweise über Länder philosophiert, die hunderttausende Kilometer entfernt liegen. Das Jahr hat für Sie 560 Tage. Sie haben Südafrika als Schinken der Hoffnung, Bacon of Hope, gelobt. Sie haben in finnischen Bunkeranlagen Hüpfspiele veranstaltet. Sie haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz Wladimir Putin zu einer 360-Grad-Wende aufgefordert. Und Sie haben einfach mal so im Nebensatz Russland den Krieg erklärt. Das wäre alles irgendwie unterhaltsam, das wäre alles irgendwie RTL 2, wenn Sie nur eine einfache Grünen-Politikerin wären. Aber das sind Sie nicht. Sie sind die Außenministerin der viertgrößten Industriemacht der Welt, der Erde. Und ich muss Ihnen sagen, Deutschland hat wirklich Besseres verdient. Und in Anknüpfung an diese zahlreichen Ausfälle diskutieren wir heute über die China-Strategie der Bundesregierung. Und das diplomatische Gespür gegenüber China, das konnten wir jetzt erst jüngst wieder erleben, als Sie bei Fox News den chinesischen Präsidenten einen Diktator nannten. Und damit wir uns an der Stelle nicht falsch verstehen, wir wollen keine innerchinesischen Verhältnisse in Deutschland. Nein. Aber vielleicht wollen die Chinesen auch keine innerdeutschen Verhältnisse in China, meine Damen und Herren. Den größten Handelspartner so vor den Kopf zu stoßen, das ist im besten Fall unklug, im schlimmsten Fall gefährlich. Und darum muss man das heute, glaube ich, mal ganz klar sagen. Sie sind die größte Gefahr für die deutsche Außenpolitik seit 1949. Schauen wir uns das Papier doch mal an. Bisher ist niemand konkret auf den Inhalt eingegangen. Auf Seite 12 steht, wir sollen mit China einen intensiven Dialog über den Kohleausstieg führen.
Glauben Sie ernsthaft, dass China auf Kohlekraftwerke verzichtet, nur weil Sie diese ausschalten? Auf Seite 15 steht, dass wir China zu mehr Schuldenschnitten für hochverschuldete Staaten animieren sollen. Kollege, schreien Sie nicht so. Wir müssen das jeden Tag im Fernsehen ertragen, was Ihre Regierung und diese Außenministerin abzieht. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Meine Damen und Herren, auf Seite 15 steht dann übrigens auch, dass wir mit China über entwaldungsfreie Lieferketten verhandeln sollen. Diese China-Strategie, das ist eine deutsche Version vom großen Sprung nach vorn. Statt aber Spatzen zu jagen, lieber Kollege, jagen Sie auch von der FDP grünen Fantasien hinterher, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Renata Alt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Zelle ist auf 9 Personen ausgelegt. 35 Gefangene harren in dem Raum aus. Manche Insassen werden zusätzlich bestraft und Tage, manche wochenlange, an Metallringe an der Wand gebunden. Jeden Tag müssen sie 11 Stunden lang Mandarin, chinesisches Recht und Geschichte lernen. Die chinesischen Wächter drohen, ihr bleibt für immer im Lager, wenn ihr die wöchentlichen Prüfungen nicht besteht. So beschreibt Gulbaha Haitivaiji, eine uigurische Frau, ihre Erfahrungen im chinesischen Umerziehungslager in Xinjiang. Frau Haitivaiji war eine der 1,3 Millionen Uiguren, die diese Hölle erleben mussten. Auch in Tibet soll es solche sogenannten Umerziehungslager gegeben haben. Laut dem UN-Sonderberichterstatter zur Sklaverei Tomoya Opogata mussten die Insassen auch Zwangsarbeit leisten. Das, meine Damen und Herren der AfD, ist der aktuelle Zustand der Menschenrechte in China. Hinzu kommen massive Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit, Verfolgung von Bürgerrechtlern, Niederschlagung der Zivilgesellschaft in Hongkong. China ist eine aufstrebende Macht und ja, für uns ein wichtiger Handelspartner. Wir befinden uns in gegenseitiger Abhängigkeit. Wirtschaftliche Zusammenarbeit ist für uns wichtig, aber die Würde und das Leben der Menschen in China müssen für uns mindestens genauso wichtig sein. Die China-Strategie der Bundesregierung gibt eine Antwort auf diese Herausforderungen. Chinas Umgang mit den Menschenrechten widerstrebt den Grundlagen des Völkerrechts, zu dem sich auch China bekannt hat. Daher ist es so wichtig, dass diese Missstände in der China-Strategie klar thematisiert werden. Beim Schutz der Menschenrechte setzen wir auf eine geschlossene Positionierung der Europäischen Union, insbesondere beim Verhängen der globalen Menschenrechtssanktionen. Auch das ist bei der China-Strategie wichtig. Scharfe Maßnahmen wie Ausfuhrkontrollen sind ebenfalls auf dem Tisch, denn wir wollen nicht, dass deutsche Technologien für Menschenrechtsverletzungen in China genutzt werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Freien Demokraten und die Bundesregierung erkennen die Herausforderungen, die China für uns darstellt. Umso wichtiger ist es, jetzt Freihandelsabkommen mit engen Partnern weltweit zu schließen. Mercosur muss jetzt folgen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Jens Zimmermann. Sehr
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, China verändert sich rasant, und genauso rasant verändert sich die Technologie, die Digitalisierung. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung erstmals eine China-Strategie entwickelt hat. Denn vielleicht in keinem anderen Bereich zeigt sich so treffend diese Veränderung wie im Bereich von digitalen Technologien. Und in diesem Bereich zeigt sich eben auch ganz klar, dass China mehreres gleichzeitig ist: Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Und in der Strategie nehmen wir diese Problematik auch an mehreren Stellen auf. Ich will nur mal zwei nennen. Es geht einmal um die Frage, wie wir in Zukunft ein global offenes und freies Internet auf der Basis internationaler Standards sicherstellen. Und wir reden darüber, wie wir in Zukunft sicherstellen, dass eben genau technologische Standards eben mit China entwickelt werden, aber eben nicht alleine durch China. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das auch in der China-Strategie festgeschrieben haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Beispiel unserer digitalen Infrastruktur passt in diese Debatte sehr, sehr gut. Was ist denn das Problem? Wir sehen es doch, wenn wir zum Beispiel über Mobilfunk aktuell diskutieren. Wir haben dort chinesische Anbieter, die hervorragende Qualität liefern, aber gleichzeitig liefern sie mit Abstand zum günstigsten Preis. Und das sollte uns aufhorchen lassen, denn wir haben durch diese Strategie, und das sagt China ja auch ganz offen, man will Weltmarktführer in diesen Schlüsseltechnologien herbeiführen. Wir haben das Problem, dass die Mobilfunkanbieter in Deutschland den Anteil dieser Hardware immer weiter steigern und wir dadurch in eine Abhängigkeit geraten. Und das in einem der Nervensysteme unserer digitalen Gesellschaft. Wir haben es doch gerade gestern erst gesehen, was passiert, wenn digitale Netzwerke ausfallen. Dann stehen im wahrsten Sinne des Wortes die Bänder still bei Volkswagen. Und deswegen ist es absolut wichtig, dass wir unsere kritische Infrastruktur auch vor einem zu großen Einfluss anderer Länder schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir auch an unsere Industrie ganz klar die Warnung richten: Es kann bei der Beschaffung von kritischer Infrastruktur am Ende nicht alleine der günstigste Preis entscheiden, sondern die Abhängigkeiten müssen reduziert werden. Und interessanterweise, gerade im Bereich Mobilfunk, macht uns ein deutsches Unternehmen vor, wie es geht. Die Deutsche Telekom betreibt das größte 5G-Mobilfunknetz in den USA ohne eine einzige Komponente aus China, alleine mit europäischen Anbietern. Und da macht es mich schon ein wenig betroffen, wenn ich dann sehe, wie hoch unsere Abhängigkeit in Deutschland von chinesischer Hardware ist. Und dagegen müssen wir etwas tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ganz klar, es kann hier nicht um Protektionismus gehen und es kann auch nicht um China-Bashing gehen. Aber wir müssen unsere strategischen Abhängigkeiten reduzieren. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir China gegenüber ganz klar sagen: Öffnet euer Land auch für europäische Anbieter. Es ist ja interessant, dass uns vorgeworfen wird, wir würden vielleicht da Protektionismus betreiben, wenn China hier in Deutschland nicht mehr so viel Hardware verkaufen darf. Fakt ist aber, kein europäischer Hersteller hat irgendeine Chance, in China auf dem Markt Fuß zu fassen. Und da brauchen wir einfach mehr Gemeinsamkeit, mehr Reziprozität. Zum Abschluss lassen Sie mich noch eins sagen. Unsere europäischen Regeln auf den digitalen Märkten sind an dieser Stelle eine ganz klare Chance. Das, was immer kritisiert wird, das würden sich die Menschen in China wünschen. Und deswegen sollten wir an dieser Stelle auch unseren Licht nicht unter den Scheffel stellen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Thomas Erndl. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Viele deutsche Unternehmen gehören zur Weltspitze. Natürlich unsere Automobilindustrie, BMW, Mercedes, Audi und andere, das sind erfolgreiche Exportschlager, besonders auch in China. Und bei wichtigen Innovationen natürlich immer auch mit Impulsgeber. Ist unsere Außenpolitik
Exportschlager, Impulsgeber, schauen wir mal. In der Außenpolitik geht es nicht darum, wie viel Papier produziert wird, sondern letztendlich um ganz konkrete Ergebnisse. Beim Papier wäre die Bundesregierung gar nicht so schlecht. Eine Menge Strategien werden aufgeschrieben. Laut Duden ist eine Strategie ein genauer Plan für ein Verhalten, der dazu dient, ein Ziel zu erreichen. Aus der nationalen Sicherheitsstrategie, die auch eben dieses Konkrete vermissen lässt, werden sich aber noch allein 15 weitere Strategien ableiten. Aber was sich eben nicht ableitet, sind die konkreten Ansatzpunkte, der konkrete Plan, um Ziele zu erreichen. Und wenn man verkündet, dass man dann für die Umsetzung all dieser Strategien keine Mittel bereitstellt, dann, glaube ich, bleibt man hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Und natürlich, wenn der Etat des Auswärtigen Amtes für nächstes Jahr mit am meisten gekürzt wird, dann hat man wohl eine gestaltende Außenpolitik ohnehin etwas zurückgestellt. Ja, der richtige Weg im Umgang mit China, das ist eine der größten Herausforderungen. Seit Jahrzehnten bestehen enge Partnerschaften in der Wirtschaft, aber auch im Bildungsbereich. Beide Seiten haben davon profitiert und tun es immer noch. Besonnenheit ist also angesagt, aber eben auch eine klare Richtung. Und die ist im eigenen Handeln oft nicht erkennbar. Und Herr Kollege Zimmermann, eben das ist es. Nicht klagen über die schleppende Umsetzung auch der Vorgaben, die wir uns selber gegeben haben, sondern eben handeln. Und das ist zum Beispiel auch in einem 5G-Netz möglich. Die China-Strategie versammelt viele schöne Überschriften. Prominentes Beispiel, es wurde schon angesprochen, De-Risking. Aber wie das konkret umsetzbar ist, das bleibt am Schluss offen. Und am Schluss ist es eben Überzeugungsarbeit. Wir müssen Bürger, Unternehmen mitnehmen. Und wir brauchen Überzeugungskraft. Und die müsste sich aus der eigenen Glaubwürdigkeit ableiten. Aber um diese Glaubwürdigkeit ist es eben nicht gut bestellt, wenn man im eigenen Handeln inkonsequent ist. Weil eben das angesprochene 5G-Netz ohne chinesische Komponenten nur eine Vorgabe auf dem Papier ist und bei uns eben nur sehr schleppend um- oder durchgesetzt wird. Und wenn man dann ins Kernnetz des Staatsbetriebs Deutsche Bahn schaut, dann finden diese Vorgaben überhaupt keine Berücksichtigung. Und dann hat man eben wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem, meine Damen und Herren. Sie rufen unsere Wirtschaft zu De-Risking und Diversifizierung auf. Und im nächsten Schritt genehmigen Sie den Einstieg eines chinesischen Staatskonzerns beim Hamburger Hafen. Das sind eben auch falsche Signale, und das führt zu Verunsicherung in unserer Wirtschaft. Untätigkeit zum Beispiel beim Medikamentenmangel verstärkt das noch, obwohl so viele Menschen auch hier darauf angewiesen wären, dass unsere Politik endlich hier auch ihre Hausaufgaben macht. Meine Damen und Herren, das Zusammenspiel aus wirtschaftlichem Erfolg und totalitärer Politik macht das chinesische System auch für andere Länder attraktiv, Stichwort globaler Süden. Eine starke China-Strategie braucht deshalb vor allem eigene wirtschaftliche Stärke für die eigene Widerstandsfähigkeit und muss auch dem Einfluss Chinas im globalen Süden etwas entgegensetzen. Wir brauchen bei Initiativen wie zum Beispiel Global Gateway schnelle, sichtbare Erfolge. Und diese Kraftanstrengung, eigene wirtschaftliche Stärke, aber eben auch das Entgegensetzen, es geht nur gemeinsam im Verbund mit Europa, abgestimmt mit den USA. Und das ist derzeit leider nicht wirklich sichtbar. Mit unseren Partnern und auch im transatlantischen Verhältnis senden wir kein gutes Bild in die Welt, wenn diese Fragen nicht abgestimmt sind. Die Herausforderungen sind aber groß, um sie nicht jetzt mit vereinten Kräften anzugehen. Ich glaube, da ist bei der China-Strategie noch Nacharbeit notwendig. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Gide Jensen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum die China-Strategie so wichtig ist, zeigt, finde ich, unter anderem ein Fall, den wir Anfang des Jahres in der Landeshauptstadt Kiel beobachten konnten. Da wurde
über eine Städtepartnerschaft mit einer Region in China gesprochen, Qingdao. Kiel ist U-Boot-Baustandort unter anderem. Und Qingdao ist ein Hub in China, wo sich vor allen Dingen auf die U-Boot-Jagd spezialisiert wurde. Jetzt komme ich zurück zu, warum ist die China-Strategie so wichtig? Wir sprechen heute hier im Deutschen Bundestag darüber. Ein großer Erfolg, den wir dringend notwendig sahen als Freie Demokraten. Deswegen haben wir uns nicht nur im Koalitionsvertrag dafür eingesetzt, sondern auch entsprechende eigene Papiere verabschiedet. Warum ist das so notwendig, aber dass wir nicht nur hier die Debatte führen, übrigens dankenswerterweise endlich mal nicht um Mitternacht, Stichwort Glaubwürdigkeit, Herr Erndl. In der letzten Legislatur hätten wir das irgendwo zwischen 12:30 und 1 Uhr nachts gemacht, sondern in der besten Möglichkeit, auch mit diesen Debatten nach außen zu dringen. Warum ist das so wichtig, dass wir das nicht nur im Deutschen Bundestag machen, sondern auch mit den Ländern und Kommunen das Gespräch suchen? Ich glaube, das zeigt genau dieser Fall einer möglichen Städtepartnerschaft in der Landeshauptstadt Kiel, weil es eben mehr ist als nur eine Städtepartnerschaft. Das muss mitgedacht werden. Wir müssen dafür sensibilisieren. Und deswegen ist auch diese Debatte hier dafür so notwendig. Wir müssen in öffentlichen Debatten immer wieder darauf hinweisen, dass es so notwendig ist, China-Expertise in diesem Land aufzubauen und zu erhalten. Denn daran krankt es sehr, sehr häufig, nicht nur in der Politik. Wir haben heute viel, und ich ergänze meine Kolleginnen und Kollegen Uli Lechte und Renate Alt, die ja auch schon gesprochen haben, in einigen Punkten nur noch. Wir haben so viel darüber gesprochen, dass China sich verändert und die Notwendigkeit besteht, dass die Bundesrepublik ihre entsprechende Politik anpassen muss. Wir tun das ja aber nicht nur, weil China sich verändert, sondern auch aus einem eigenen Interesse, weil es uns darum geht, mittel- und langfristig diese Industrienation, die Wirtschaft so zu stärken, dass wir das eben auch nicht nur in den nächsten 2-3 Jahren können, sondern dass wir das über die nächsten 10-20 Jahre können. Und dafür ist es so notwendig, China zu verstehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, über Dreiklänge, über Verschiebungen in der Gewichtung, da haben wir schon sehr viel gehört. Wir haben als Freie Demokraten auch ein Papier verabschiedet, das sich vor allem mit der China-Expertise beschäftigt, und zwar in dem ersten Kapitel. Denn wir müssen verstehen, wie das Land tickt. Wir müssen Experten zuhören, die uns immer wieder erklären, wie dieses Land tickt. Wir müssen in die Schulen gehen. Wir müssen mit der Wissenschaft sprechen. Und wir haben hier auch aus der Unionsfraktion immer wieder gehört, dass sie den Experten zuhören. Das Problem ist ja aber dann, Stichwort Glaubwürdigkeit, dass sie dann am Ende trotzdem wieder ihr China-Bild von 10, 15 Jahren etablieren. Und das muss sich verändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das tun wir, indem wir die China-Strategie vorgelegt haben, heute debattieren. Aber vor allen Dingen müssen wir das tun, indem wir sie mit Leben füllen. Und dafür nehmen wir die rosa-rote Brille ab. Dafür sorgen wir dafür, dass Partnerschaften, dass Freihandelsabkommen mit Staaten geschlossen werden, die darauf warten, ein Angebot von uns zu bekommen, um sich auch aus diesem Sog, den die chinesische Führung bietet, zu lösen. Und dafür werden wir diese China-Strategie jetzt mit Leben füllen. Und ich freue mich sehr auf weitere Verfahren und Debatten, die wir an dieser Stelle in der Primetime führen werden. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Esra Limbacher. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Monaten haben wir hier in der Bundespolitik viel darüber diskutiert, wie der richtige Umgang Deutschlands mit der Volksrepublik China ist. Und ich finde, das war richtig und vor allem überfällig. Richtig, weil sich in den vergangenen Jahren vieles verschoben hat, verändert hat, weil sich China verändert hat. Als Wirtschaftspolitiker will ich vor allen Dingen eine wirtschaftspolitische Perspektive darauf wagen. Die Volksrepublik China ist derzeit bedeutendster Handelspartner für unser Land. Und ein Handelspartner, der aber, und das wurde heute ja auch richtig an vielen Stellen gesagt, große innen- und außenpolitische Veränderungen durchlaufen hat. Solche Veränderungen, die auch uns nicht egal sein können und solche, auf die wir als Land, für das Menschenrechte und Demokratie unverhandelbar sind, achten müssen. Und dennoch hat in den letzten Jahren in Deutschland eines gefehlt, nämlich eine kohärente Strategie, ein Selbstverständnis der Bundesregierung, wie wir mit diesem veränderten China umzugehen haben und umgehen wollen.
Oft wurde sich insbesondere wirtschaftspolitisch von Einzelfall zu Einzelfall gehangelt und zu sehr auf defensive Abwehrmaßnahmen gesetzt. Und genau das hat die Bundesregierung jetzt unter Olaf Scholz beendet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass wir diese China-Strategie jetzt haben. Denn wirtschaftspolitisch betrachtet ergab und ergibt sich aus dem gemeinsamen Handelsbeziehung ein großer Wohlstandsgewinn, und das nicht nur einseitig, sondern auf beiden Seiten, in China und in Deutschland. Es entsteht aber auch, und das sollten wir ja nicht unerwähnt lassen, vor allen Dingen kritische Abhängigkeiten, die wir in den Blick nehmen müssen. Ohne China wäre die Energiewende in Deutschland kaum möglich. Ohne China würden viele Fließbänder hier in Deutschland stillstehen und Arzneimittel sowie viele Chemikalien würden schlichtweg in unserem Land fehlen. Es gibt Untersuchungen, dass nahezu 300 kritische Importabhängigkeiten Deutschlands gegenüber China existieren. Und gerade auch, weil wir heute noch stark die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine immer noch spüren, will ich eines ganz, ganz klar sagen. Wir dürfen uns nie wieder in so einseitige Abhängigkeiten begeben, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne einen Plan B, ohne den eigenen Anspruch, selbstständig wettbewerbsfähig zu sein. Das darf nicht noch mal passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist aber ebenso falsch, wirtschaftspolitisch rein defensiv in Zukunft aufzutreten. Und deswegen, finde ich, hat hier die China-Strategie genau die richtigen Antworten gegeben und die richtigen Worte gefunden. Dabei sind wirtschaftspolitisch drei Punkte mir besonders wichtig. Einmal, dass wir uns bewusst gegen ein Decoupling entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir wollen eine China-Strategie, keine Anti-China-Strategie, sondern wir kümmern uns um die partnerschaftliche Beziehung. Und zweitens, wir setzen auf ein De-Risking, dass diese kritischen Abhängigkeiten in Deutschland gegenüber China endlich sukzessiv reduziert. Und drittens, am Ende des Tages, finde ich, kann nur ein geeintes Europa wirklich China auf Augenhöhe begegnen. Insofern kann eine nationale China-Strategie nur ein erster Schritt, ein Anfang sein. Und die Europäische Union muss den zweiten Schritt machen, ihre globalen Partnerschaften ausbauen. Es wurde heute bereits erwähnt, zum Beispiel durch den Abschluss des EU-Handelsabkommens mit den lateinamerikanischen Mercosur-Ländern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen viel über China. Die Begriffe Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale, De-Risking oder Diversifizierung fallen eigentlich in jeder Debatte, heute eigentlich in jeder Rede. Jetzt geht es in der Tat darum, nicht mehr nur Strichwörter zu nennen, nicht nur Überschriften zu produzieren, sondern das Ganze mit Leben und mit Handeln zu füllen. Dabei brauchen wir einen sachlichen, direkten und pragmatischen Dialog mit der Volksrepublik China. Und ich freue mich, dass wir mit der China-Strategie das Fundament dafür gelegt haben. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Erstens, der Kern des Strategiepapiers im Umgang mit China ist, dass die deutsche Wirtschaft die Importe in essentiell wichtigen Bereichen verringern soll, gleichzeitig aber China weiterhin als Absatzmarkt für deutsche Produkte behalten will. Dem Papier liegt zugrunde, dass es zu einem Konflikt zwischen den USA und China kommt, und die Ampel unterordnet sich bereits jetzt mit vorauseilendem Gehorsam den geopolitischen Interessen der USA. Die USA verfolgen eindeutig den Ansatz, in der multipolaren Welt weiterhin die dominante Rolle zu spielen, der alle anderen zu folgen haben, die ansonsten mit völkerrechtswidrigen Sanktionen rechnen müssen. Deutschland lehnt die Seidenstraßeninitiative von China ab und will sich stattdessen auf Einzelabkommen mit Australien, Mexiko, Chile, Kenia, Neuseeland, Indonesien und Thailand fokussieren, um den Einfluss von China zurückzudrängen. Was nun wäre eine vernünftige China-Strategie? Ganz einfach, Deutschland und China machen Handel zum gegenseitigen Vorteil zu gleichen Bedingungen unter Verzicht auf jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweiligen anderen Landes.
Deutschland kann sich nicht weltweit als einziger Missionar für die verfehlte Klimareligion aufspielen und allen anderen vorschreiben, was sie zu tun haben. Wenige Tage nach Veröffentlichung des Strategiepapiers erklärte Chinas Präsident Xi Jinping, dass China nicht die Absicht hat, dem Westen auf dem Weg in Richtung CO2-Netto-Null zu folgen, was im Übrigen fast alle afrikanischen Länder ablehnen, weil sie Entwicklungsländer sind, die die Entwicklung noch vor sich haben und den Hunger zu bekämpfen haben. Kurze Zeit später beleidigte Annalena Baerbock den chinesischen Staatspräsidenten als Diktator. Gut, kann sie ja machen. Der Realitätsgehalt steht hier gar nicht zur Diskussion. Ihre Rede nur ist kann doch so Redezeit jemand nicht Ende, unser Herr Land Falle. Vertreten in der UNO oder sonst wo, der mit solchen Begriffen um sich schmeißt, die zeigt, dass er von Diplomatie ein Funken von null keinerlei Ahnung hat. Wissen Sie, wir brauchen eine Strategie zu kommen den Sie USA. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Fahle. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen eine Strategie zum Einfluss der USA, denn der richtet unsere Wirtschaft zugrunde. Und die USA wollen uns in einen weiteren Krieg hineinziehen. Und Fahle, das dürfen wir nicht zulassen. Erst gegen Russland und jetzt wollen Sie auch noch den Krieg gegen China vorbereiten. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, dass ich überzogen habe. Aber das war der wichtigste Gedanke. Aber demnächst den wichtigen Gedanken vorher in die Redezeit packen. Welcher wichtige Gedanke? Letzter Redner vermutlich in dieser Debatte für die SPD-Fraktion, Rupert Stüwe. Mann, Mann, Mann. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Wissenschaftsdiplomatie ist in dieser Koalition schon lange nicht mehr keine Symbolpolitik. Sie ist mittlerweile eine wichtige Säule unserer Außenpolitik. Und deswegen möchte ich noch mal genau auf diesen Punkt der China-Strategie zum Ende der Debatte eingehen. Es freut mich, dass die Forschungsministerin auch die ganze Zeit dieser Debatte gefolgt hat. Allein 216 deutsche Hochschulen kooperieren mit 355 chinesischen Hochschulen. Über 40.000 Personen aus China sind an unseren Hochschulen als Doktorandinnen oder Studierende. Deutsche Forschungsinstitutionen sind gefragte Partner in China. Schon längst ist es aber auch so, dass die Kooperation einen deutlich wissenschaftlichen Mehrwert für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland bietet. Wir kooperieren zu antimikrobiellen Resistenzen. Es gibt Plattformen für die Lebenswissenschaften und wir kooperieren auch in etlichen Projekten in der Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung. Die Strategie verdeutlicht aber auch, was die Herausforderungen sind für diejenigen, die in und mit China forschen. Dass Chinas autokratischer Machtapparat unser Know-how verwendet, um seine technologischen Fähigkeiten für Repression auszubauen. Dass chinesische Studierende und Doktoranden angewiesen werden, Wissen auf unlautere Weise abzuschöpfen. All das können wir nicht zulassen. Aber bei der wissenschaftlichen Zusammenarbeit geht es eben nicht um eine Grundsatzentscheidung für oder gegen jegliche Kooperation, sondern darum, Kriterien für die Kooperation in der Wissenschaft mit China zu entwickeln. Die Wissenschaft muss gesellschaftlichen Nutzen muss klar sein dieser Kooperation. Sie darf nicht repressiven Interessen des Systems dienen, und wir müssen auch die Gefahren für unsere eigene Sicherheitspolitik berücksichtigen. Die hier beschriebene strategische Ausrichtung auf eine grundsätzliche Kooperationsfähigkeit, die sich der Risiken unserer Interessen bewusst ist, ist der große Vorteil dieser China-Strategie, und wir müssen jetzt gucken, dass sie in der deutschen Forschungslandschaft auch umgegriffen und umgesetzt wird. Wir müssen schauen, dass wir dafür eine zentrale Institution schaffen, die dies auch durchsetzen kann. Ich denke, wir müssen dafür das Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperation des DRD in die Lage versetzen, im Hochschulbereich die zentrale Institution zur Beurteilung solcher Kooperationen werden. Wir brauchen diese Mittlerorganisationen vor Ort. Es kann nicht sein, dass die Wissenschaft diejenigen sind, die in einem Konflikt die Ersten sind, die das Land verlassen, sondern diejenigen, die lange tragbare Bände aufbereiten. Wir müssen eine unabhängige China-Kompetenz aufbauen, und dann wird sich auch ein bisschen die Diskussion um die Konfuzius-Institute erledigen. Und schließlich gilt aber auch, wer weniger Abhängigkeit in der Forschung mit China fordert, muss Alternativen und strategische Partnerschaften in und mit anderen Regionen finanzieren und auch ausbuchstabieren. Für diese China-Strategie gilt deshalb, wissenschaftliche Kooperation ist keine Symbolpolitik. Das finde ich ist gut,
Und jetzt müssen wir uns aufmachen, um diese Strategie auch gemeinsam bei Wissenschaft und Forschung umzusetzen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19770 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine anderen Vorschläge. Dann ist das so der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich bitte jetzt nun alle zum nächsten Tagesordnungspunkt, ihre Platzwechsel zügig vorzunehmen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 2. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Deutschland aus der Baukrise führen, jetzt wirksame Maßnahmen für bezahlbares Bauen und Wohnen ergreifen.